Okay, ich weiß schon, dass das viele YouTuber gemacht haben, aber wirklich viele. Aber ich möchte das auch mal machen. Wir reagieren mal heute auf was Besonderes. Need to know's face reveal. So werde ich auch einen Titel nennen. Rein in die Scheiße, los geht's. Füße? Socken. Sollen wir die Socken inhalieren? Eher 600.000, aber egal. War funny. Nur es ist schon keine funny. Füße? Das ist unendlich massiv. Bringt es? Immer noch Füße? Und Parkettboden? Nein, Digga, nicht so lange nicht mehr geschaut. Freddy? Oh mein Gott, nehmen wir das Gesicht von Ethan auch endlich. Face Reveal. Face Reveal. Face Reveal. Was war denn das gerade? Hoffentlich wird das nie wieder passieren. Trinkst du Wein, need to know? Kriegt man das? Vielleicht. Schön, wo kriegt man das? Ich frag mich, was mein Google für einen Scheiß abzieht gerade. Und ihr seid doch bestimmt gespannt, wie ich aussehe. Nein, bin ich nicht. Ich hab dir einen Obstteller. Ah. Ich hab das Weiße von den Mandarinen auch abgeschickt. Dankeschön, das ist genauso wie ich es mag. Ja, wir haben Scheiß drauf, jetzt hat man mich eh schon gesehen. Ja, hat man. Ja, ich bin nicht so noch, Ich weiß. Ja, dann können wir ja gleich schon anfangen mit dem Video. Ja. Danke. Natürlich. Intro. Dieser Obst. Hi, ich bin Elias. Ich bin 19 Jahre Leider. Alt. So wie ihr alle sehen könnt, bin ich Need to Know. Ich bin die Person, die auf Katzenbilder reagiert. Wie ist das ein Burrito? Das ist eine Mandarine, das ist keine Katze. Rumscheiß. Ich hab gesagt, hör auf zu sitzen. Was soll ich denn? Soll ich mal hier einfach schreien? Ganz laut? Chronische Schmerzen von eurer Privatnachrichten hat. Hab das gefunden. Aus unserem Englischen. Was ist das? Wieso ist der Typ grün? Millionen Leute aufklärt, wie man Camembert schreibt. Kein Kuchen, sondern Kambeerenbeerkäse. Das ist Kambeerenbeerkäse. Zu einem ziemlich bekannten TikTok-Meme wurde. Ich wurde eiskalt zu einem TikTok-Meme. Ich geh einfach heimlich auf mein Gamebuch. Mit Katzen. Ah, oh, Scheiße, ich hab die Mandarine vergessen. Ach ja. Mandarinen, sehr wichtig. Mit Katzen und Mandarinen spricht. Ich glaube, diese Mandarine heißt Gustav. Gustav die Mandarine. Und ich glaube, das Vieh hat auch noch einen Bruder. Ja, ich weiß, schockend. Gustav die Katze. Leute dazu gebracht hat, ihre Socken zu inhalieren, was ich. Ich hab das nicht gemacht. Bitte. Sagen will, meine Gehirnzellenschwundpunkt. Mein Gehirnzellenschwund kommt so ganz anders da. Nimmst du noch auf? Einen ziemlich bekannten Trend ausgelöst hat, wofür ich übrigens nichts kann, das ist eure Schuld. Oh Gott, nein. Nein. Und nein, Kevin darf nicht spielen. Komm, ich werd bis heute noch da. 2 Jahre später werde ich immer noch gefragt. 2 Jahre? Wisst ihr was? Komm, wir fragen jetzt einfach jemand mal. Komm, wenn der ja sagt, dann darf Kevin spielen kommen. Oh nein. Ich ahne Schlimmes. Darf der Kevin spielen kommen? Ja. Ja? Warum? Scheiße. Darf ich fragen, wofür du. Also. Mandarine, gib mir die Mandarine, gib mir die Mandarine! Wie Gustav stirbt. Ich bin halb deutsch, Scheiße. Halb amerikanisch und wohne in den Niederlanden. Schön, freut mich. Scheiß auf Madeira, kommt alle auf meine Insel. Also hier gibt es voll die krassen. Jetzt will ich nach Ostpreußen. Also flüchten. Voll. Da kommt außerdem mein Opa und mein Uropa her. Also in den Niederlanden wohnt es auch der Grund, warum ich so schlecht Deutsch kann. Ich sag mir ständig, du kannst deinen Artikel nicht. Lern deinen Artikel. Junge, was für Artikel? Da steht nichts drin. Früher war mein Deutsch aber eh viel schlechter. Kurze technische Störung. Komm gleich wieder zurück. Es gab technische Schwierigkeiten und so. Es geht weiter. So war's früher. Und ja, viel Spaß mit das Video. Schön. Und so ist es heute. Komm aus das Glas raus. Meine genau Mutter so wie ist Marokkanerin. Von ihr habe ich nichts außer meine tolle Größe und meine marokkanischen Wookie-Arme. Wookie-Arme?
Ah, stimmt, ja. Ihr habt also Wookie-Arme. Ein Bein habe ich sogar rasiert. Also ist nie genau ein Wookie. Von meinem Vater, also die deutsche Seite, habe ich eigentlich nichts geerbt. Willst du irgendwas noch, willst du noch doch, was die sagen? Brille. Ja, vielen Dank, das war dann auch nee, schon irgendwie alles. Das du kannst wieder nach Hause fahren. Ein Moment. Irgendwie schon hat er was von seinem Vater geerbt. Das Gesicht sieht irgendwie von der Form her fast aus wie beim Vater. Nur, falls jemand aufgefallen ist. Schön. Aha, alles klar. Aber nicht nur in diesem Video, sondern um genau zu sein, viermal. Viele haben sich wie beschwert, mein dass mein Face-Reel so lange jede gedauert hat. Sterben. Viermal. Aber habe ich mich schon vor langer... Sekunde. Nein, ich bin auf Gustav getreten. Ich habe Gustav... Gustav ist tot. Umgebracht, wir müssen Gustav beerdigen. Wir haben Gustav beerdigt. Schönes Beerdigen. Warum jetzt die Hunde? Die Hunde haben dir nichts getan. Aber auf jeden Fall, was ihr nicht wisst, ist, dass ich mich schon vor langer Zeit gezeigt habe. Das ich erste Mal das. Vor 1,5 Jahren in diesem Video. Ich bin halt schlau. Das war nur ein Scherz. Ich kann wirklich eine Hupe nachmachen. Okay, das ist jetzt aber wirklich. Das ist deine letzte Shop. Niemand hatte was vermutet, außer zwei Leute in den Kommentaren. Nicht schlecht. Das zweite Mal als Profilbild in meinem Katzenvideo. Nochmal, nochmal! Das ist keine Katze, das ist eine angeleinte Fliege. Angeleinte Fliege. Das dritte Mal auf dem genial, Thumbnail von der diesem Nito Video. Ne? Der Typ weiß, was und man kann. Und das letzte Mal in meinem Stockfoto-Video bei Sekunde 40. Dann meine ich auch für jegliche Situation. Egal wie komisch und verstörend es auch sein aha. Wird. Es gibt wohl alles. Also eigentlich habe ich mein Versprechen nie gebrochen. Tatsächlich. Mein Hobby ist es, Mandarinen zu essen. Was? Ich dachte, es wäre sie zu beerdigen. Auch mache ich in meiner Freizeit natürlich ganz gerne Videos. Ich liebe es, Videos zu machen. Mir gefällt oh, das oh, so ich sehr. Hab also, Angst. Oh Gott, Traum, ich hab's nimmer. Und ich schaue ganz gerne in meiner Freizeit gewusst, auch Serien und gehe nach draußen, fahre ein bisschen Wakeboard, treffe mich mit ein paar Kumpels. Eigentlich nichts Besonderes. Jetzt kommt auch noch die Mutter. Manchmal kann es sein, dass ich abends die oder morgens mal die Zähne rauslasse. Ich weiß, dass das nicht richtig ist, aber abends bin ich manchmal so müde und dann schlafe ich halt hier auf der Couch ein, Liebe. Nachdem ich Videos gemacht habe. Nicht und genau, morgens kann es sein, da habe ich halt noch nicht so einen Schlafrhythmus. Du bist so, genial, so wie sonst was. Schauen wir uns mal eure Kommentare zu meinem Austern an. Bin ich mal gespannt. Papa Platt auf Wish bestellt. Was? Nur weil wir dieselbe Brille haben. Aha. Harry Potter auf Wish bestellt. Nur weil wir dieselbe Brille haben. Du siehst aus wie mein Fuß. Ich hasse den. Kannst du mir mal eine Haarroutine machen? Ich will auch solche Lego-Haare. Ich Lego-Haare. Hasse den. Aber jetzt mal ohne Witz, ich dachte, dass die ganze Sache mit den Lego-Haaren endlich vorbei sein würde, wenn ich mich du gezeigt hast immer noch habe. Aber im Gegenteil, das ist nur noch schlimmer geworden. Ihr meint das, das wohl wirklich ernst, doch. Oder? Ich hasse er hat euch. Lego-Haare. Ich hasse euch. Ich hab keine Lego-Haare. WTF, ich dachte, Nito wäre richtig hässlich. Ich dachte, du wärst voll hässlich. Aber bist du nicht. Hey, siehst doch überhaupt nicht so scheiße aus. Hätte gedacht, du wärst richtig hässlich, aber bist wohl okay. Wie tief waren eigentlich eure Erwartungen von mir? Es haben auch zwei Leute gesagt, dass ich asiatische Wurzeln habe. Wie kommen zwei Leute darauf, dass ich asiatisch aussehe? Du siehst viel zu brav aus, um so ins Mikro zu schreien. Das ist sehr süß von dir. Dankeschön. Sollen wir mal so live rumschreien? Oh, oh. Warum bist du so grün? Wie mach ich dich? Weil sie grün ist, verdammt. Hey, das ist eine Socke. Kann ich mich da dran hängen? Oh, bitte nicht. Was mein Lieblingsobst ist? Tomate. Was? Wusstet ihr das? Wo hänge ich hier eigentlich? Keine Ahnung. Okay, was ich sagen wollte. Oh, oh. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte war... Oh, oh. Oh, scheiße. Bitte tu mir nichts. Doch. Ah! Auf jeden Fall, was ich sagen wollte war... Elias, weißt du, wo meine letzte Tomate ist? Schauen wir mal live in meine DMs rein, so wie der Nito das normalerweise macht. Okay, oh, bin gespannt. Fuck. Hallo Nito, kannst du auf mein Marmeladebrot... Nächste. Hey, dein Video war spektakulär. Komme ich jetzt irgendwann in eins deiner Videos? Nein. Hey, ich doch. Habe Homeschooling und wollte fragen, ob du meine Englischhausaufgaben machen kannst. Das wollte ich auch fragen. Danke, dass er das für mich erledigt hat. Das pushe dich auch dafür. Bitte...
Ich needed to know, ob du meine Hausaufgaben machen kannst und wieso wollen zwei Leute, dass ich dir... Ich bin keine Nachhilfe oder doch, so. Ich mach nicht du. Eure Hausaufgaben. Warum schickt er mir ein Bild von seiner McDonald's-Rechnung? Hallo, das ist Gouda. Ich will sehr haben. Schön, ich hasse dich. Wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, mir ein Bild von der Heizung zu schicken? Ich hoffe, das macht wissen? Dich glücklich. Das ist eine Fernbedienung. Hallo, Frau Need to Know. Ich habe ein ernsthaftes Problem. Ich habe nur Karotten im Kopf. Hallo, Frau Need to Know. Wetten damit mein nächste Mutter. Guck mal, mein Müsli. Ja, das waren meine Privatnachrichten. So wie man es kennt, ist ja immer wieder schön da reinzugucken. Darf ich gerne. Er hat sich selbst getötet. Ich kann auch die Katzen nachmachen. Hier, es gibt einmal die Ohren-Augen-Katze. Darf der Kevin heute spielen? Komm mal bitte. Das war schön. So klinge ich, wenn ich die Ohren-Augen-Katze mache, okay? Bitte verklagt mich nicht. Beim Spielen kommen. Nein, darf er nicht. Dann gibt es die Butterkatze. Wieso habe ich Butter auf meinem Rücken? Und zu guter Letzt gibt es noch Gustav die Mandarine. Ich bin eine Katze. Nein, bist du nicht. Ich bin eine Katze. Du bist keine Katze. Das geschieht direkt! Oh Mann! Ich hab Gustav getötet! Was hab ich getan? Ich weiß das doch nicht! Du bist eine Katze, komm wieder zurück! Ich muss die Beweise entfernen! Oh oh! Wo schmeißt du die Beweise hin? Ich muss die Beweise entfernen! Meine Nachbarn Hühner waren es! Ja, genau! Ja, die Hühner haben Gustav umgebracht! Wer bist du? Ich bin Gustavs Bruder! Komm, wir tanzen! Jo Leute, ich zeig euch jetzt mein Haus! Ja, wir sind jetzt hier in meinem Garten, niederländischer, holländischer Garten. Hier liegt mein Hund begraben. Er ist leider vor 2 Jahren gestorben. Och, komm schon. Es war eine schwere Entscheidung. Wir mussten entweder 500 Euro für eine Operation bezahlen oder Abschied nehmen. Abschied nehmen, hat er gesagt. Von den 500 Euro habe ich mir einen neuen Gaming-PC geholt. Der ist die 598 S. Er ist einfach krass. Jo Leute, heute schauen wir uns eins meiner alten Videos an. Let's go. 3896 Leute haben abgestimmt für die hübscheste YouTuberin Deutschlands. Falls ihr mit abstimmen wollt für die nächste Liste, müsst ihr einfach diesen Kanal abonnieren. Auf den zweiten Platz mit 513 Stimmen steht die gute Melina Sophie. Irgendwie klar, dass Melina in dieser Liste mit reinkommt, weil zugegeben, sie ist wirklich eine hübsche und eine süße Schnitte, oder? Normalerweise mag ich keine Milchschnitten, aber wenn Melina eine Milchschnitte wäre, dann würde ich die 24-7. Das war wirklich der? Sie hat das Video gesehen! Das war wirklich der? So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir nicht gefallen. Also mehr von solchen Videos sehen wollt, dann lasst einen Like da. Es werden wahrscheinlich in Zukunft, wie gewohnt, die normalen Videos kommen, so ohne Facecam, so mit Mandarine, dies, das. Aber falls ihr das auch cool fandet, dann, dann ist das halt so. Was hast du getan? Außerdem, guck mal, hier ist Gustavs Bruder, das Esteban, der ist auch aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, was damit passiert ist. Eigentlich war geplant, dass dieses Video heute um 19.10 Uhr kommt, aber es ist da, ich habe da so einen Kommentar vor ein paar Tagen gelesen. Alles klar. Hat jemand gesagt, dass seine Katze eingeschläfert wird heute um 19 Uhr und er würde gerne dieses Video zusammen ein letztes Mal mit seiner Katze sehen. Das hat mich sehr gerührt, deswegen habe ich das um eine Stunde verschoben und meinen normalen Uploadplan richtig an der Seite reingebracht. Ich habe es hoffentlich geschafft. Ich hoffe, dass dieses Video heute am 6. rausgekommen ist. Ich hoffe es, bitte! Sonst bin ich ein schlechter Mensch. Wenn ich das nicht geschafft habe, dann... Vielleicht wäre es vor Cam auch cool, immer so auf Katzenbilder zu reagieren oder auf eure Privatnachrichten. Oder es wäre auch voll cool, wenn ihr mir so Pakete zuschickt und dann mache ich die auf. Wäre bestimmt ganz cool. Bestimmt das Erste, was ich aufmache, ist eine Lego-Figur. Ich hasse euch. Falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, wie ich vor Kamera so ein bisschen... und so dies, das mache, dann lasst ein Like oder schreibt Unterhose in die Kommentare, ist mir egal. Dieses ganze Face-Reveal hat sehr viel Zeit beansprucht. Das hatte ich bestimmt ein halbes Jahr, habe ich hier jetzt für gebraucht, für alles.
Okay, das war's. Tschüss.